Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir letzte Woche ein Pullover gekauft. Ja, ich stricke nicht nur, ich kaufe auch. Und dieses Muster, was du hier siehst, das hat mich richtig begeistert. Und ich war seit 3 Tagen nur, habe ich gesucht nach dem Muster. Ich habe zwar viele ausprobiert, aber das war nicht das, was ich wollte. Ich habe endlich eins gefunden, nur, ich sage immer, mein Mann hat gesagt, das sieht aus wie sehr viele Finger. Da würden wir das stricken, wo das hier nach unten zeigt. Es ist nicht einfaches Muster, deswegen würde ich sagen, dass du, ich habe zwar die Skizze gezeichnet, aber ich würde sagen, das wäre besser, wenn du mit mir zusammenstrickst. Du kannst dir die Skizze natürlich abschreiben, aber besser wäre, wenn du mit mir zusammenstrickst, die Rapports, dann kann man das besser verstehen. Also, als Erste kommen wir zu der Skizze. Wir haben hier Maschenzahl teilbar durch 15 und bis zur 8. Reihe haben wir extra die Maschen für die Symmetrie. Natürlich 2 Randmaschen. Wie du siehst, hier im 19. in 19. Reihe haben wir, ich hoffe, das ist gut zu sehen, vielleicht komme ich ein bisschen näher. So, da haben wir die Masche für die Symmetrie vorne hier. Das heißt, du strickst eine Randmasche abheben, dann eine Masche links. Dann machst du einen Rapport und fängst an mit dem zweiten Rapport, aber schon ab, ohne diese linke Masche. Das Ganze, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, ich würde euch das ganz langsam alles zeigen. Ich kann euch natürlich jetzt schon die Zeichen erklären, die könnt ihr von mir schon, weil ich zeichne immer die gleichen Zeichen, ja, kann man so sagen. Wir haben von 1. bis zur 20. Reihe und dann die 21. Reihe fängst du wieder an ab der 1. Im Schwarz habe ich die linken Maschen, im Blau sind rechte Maschen. Umschläge sind im Grün und dann haben wir 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, also von vorne. Und 2 Maschen mit dem Punkt hier sind 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen, aber überzogen. Verschränkt, überzogen. Und dann haben wir hier, guck mal, unser Buchstabe T, die liegt kopfüber. Da haben wir 2 Maschen zusammen nach links, aber verschränkt. Und hier 2 Maschen zusammen nach links, ganz normal. Ich habe diese Muster nicht ausprobiert, in Runden zu stricken. Ich stricke heute mit euch ein Rapport nach oben. Ich habe schon hier ein Rapport nach oben gestrickt und 2 Rapports in der Breite. Noch ganz schnell zu der Wolle, mit der ich jetzt mit euch diese Beispielspiele stricken würde. Ich verwende hier von Alize Angora Gold. In der Farbe, wo steht die Farbe jetzt hier, 362, das ist Farbennummer von der Wolle und das ist für Stricknadel in der Stärke 3 bis 6. Ich benutze jetzt hier Stricknadel in der Stärke 4,5. Ja, wir haben hier bei 100 Gramm haben wir circa
550 Meter. Sehr weiche Wolle. Wir haben hier 10% Wolle, 10% Mohair und 80% Acryl. Falls euch das interessiert, falls du auch die Wolle verwenden möchtest, die kriegst du zu kaufen im Internet. Ich bin jetzt die linke Seite, ist meine erste Reihe. Zeige ich dir nur noch die. So sieht das aus. Und ich muss euch sagen, wenn du das jetzt, so wie ich, dass die linke Seite ist als rechte Seite, dann strickst du das so wie ich, fängst an hier ab der linken Seite. Wenn du die rechte Seite möchtest, so wie hier, hier erscheint die rechte Seite und die linke hier drin natürlich. Dann machst du das umgekehrt. Wir fangen an mit der ersten Reihe. Die Randmasche abheben. Danach haben wir eine Masche, die wir, Moment, die ist runtergefallen, die wir nach links stricken. So. Dann erscheint hier ein Umschlag von der letzten 20. Reihe bei mir. Wir haben jetzt nach der linken Masche einen Umschlag und 5 Maschen links. Wir stricken den Umschlag nach links. 2, 3, 4 und die 5. Die nächsten 2 Maschen strickst du ganz normal nach links, also Faden nach vorne, die rechte Stricknadel von vorne unter den 2 Maschen und Faden holen. Als nächste haben wir 2 Maschen zusammen, aber verschränkt. Also die nächsten 2 Maschen, die auf deine linke Stricknadel sind, strickst du zusammen verschränkt. Faden nach vorne und die rechte Stricknadel, ich mache mir das nur ein bisschen locker, dass du das besser sehen kannst. Schau mal, da schiebst du die rechte Stricknadel unter den 2 Maschen, aber hier von hinten, nicht von vorne, sondern von hinten. Und jetzt den Faden durchziehen und jetzt hast du 2 Maschen zusammen verschränkt. Ich zeige euch das gleich in den zweiten Rapport nochmal so langsam. Und nachher, wenn ich euch sage, 2 Maschen zusammen links verschränkt, dann kannst du das schon alleine machen, weil sonst dauert unser Video zu lange. Danach haben wir 2, 4, 5 Maschen links. Die erste, die zweite, vierte und die 5. Und ein Umschlag. Zweiter Rapport, eine Masche links, ein Umschlag, 5 Maschen links, und die 5. Danach haben wir 2 Maschen zusammen nach links. Und 2 Maschen zusammen nach links, aber verschränkt. Macht ihr das ein bisschen locker, die Maschen. Schau mal, hier schieben wir die rechte Stricknadel wieder unter den 2 Maschen und holen den Faden. Und so entsteht die Masche verschränkt. 5 Maschen links, 1. 2, 3, 4 und die 5. Ein Umschlag und nach dem letzten Rapport strickst du nur für die Symmetrie eine Masche links und die Randmasche. Die stricke ich nach links. Wir wenden die Arbeit
Wir sind jetzt bei der zweiten Reihe und wir fangen an mit Randmasche natürlich, abheben. Dann haben wir eine Masche rechts, ein Umschlag, fünf rechte Maschen. Wir stricken hier rechte Maschen und den Umschlag von der ersten Reihe, den strickst du rechts von vorne. Eine Masche, zweite, dritte, vierte und die fünfte nach rechts. Jetzt haben wir zwei Maschen zusammen verschränkt überzogen. Eine Masche heben, die zweite Masche rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Als nächste sind zwei Maschen zusammen nach rechts, also von vorne. Fünf rechte Maschen ein Umschlag. Zweiter Rapport, eine rechts, ein Umschlag, fünf rechts, zwei Maschen zusammen überzogen, eine heben, die zweite rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Die zwei Maschen, die als nächste auf der linken Stricknadel sind, strickst du zusammen nach rechts. Dann kommen fünf rechte Maschen. Warte mal, irgendwas war da nicht in Ordnung. Eine Sekunde. Es war alles in Ordnung. Ich habe einfach eine zu viel gestrickt. Also nach den zwei Maschen zusammen nach rechts, fünf Maschen rechts, ein Umschlag, eine rechte Masche und die Randmasche, die strickst du nach links. Dann wendest du die Arbeit und wir sind jetzt bei der vierten Reihe. Und wir fangen an natürlich mit der Randmasche, abheben. Und nach der Randmasche haben wir eine Masche nach links. Ein Umschlag, fünf Maschen links, so. Dann kommen zwei Maschen zusammen nach links wieder, ganz normal, und zwei Maschen zusammen nach links, aber wieder verschränkt, also wieder von hinten. Fertig. Fünf linke Maschen. Ein Umschlag. Zweiter Rapport, eine links, ein Umschlag, eine, warte mal, ein Umschlag, ja, und jetzt fünf Maschen links. Eins, zwei, drei, vier und die fünfte. Zwei Maschen zusammen nach links, zwei Maschen zusammen verschränkt nach links, fertig, fünf linke Maschen, zwei, ja, und die fünfte. Ein Umschlag. Du wiederholst deinen Rapport. Nach dem letzten Rapport hast du eine Masche nach links und die Randmasche, die stricke ich nach links. Dann kommen wir jetzt zur vierten Reihe. Du siehst, ich muss bei dem Muster jede Reihe mit euch stricken. Ob das gerade eine oder ungerade ist, haben wir die vierte. Ja, die Randmasche. Nach der Randmasche zwei Maschen rechts, das war Umschlag, den stricken wir von vorne nach rechts. Dann kommt ein Umschlag, vier rechte Maschen, eins, zwei, drei und vier.
zwei Maschen zusammen überzogen, eine heben, die zweite recht stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen zusammen von vorne, also zwei Maschen nach rechts zusammen, dann kommen vier Maschen rechts, ein Umschlag, eine rechte Masche, das ist Umschlag von der vorigen Reihe, den stricken wir von vorne nach rechts. Zweiter Rapport, zwei rechte Maschen, ein Umschlag, vier rechte Maschen. Ja, und die vierte. Zwei Maschen zusammen überzogen und zwei Maschen zusammen nach rechts. Vier rechts. Und vier, ein Umschlag, eine rechts. Nach deinem letzten Rapport, eine Masche nach rechts und die Randmasche nach links. Jetzt wendest du wieder die Arbeit. Und wir kommen jetzt zur fünften Reihe. Und wir fangen an mit der Randmasche. Danach haben wir drei Maschen links. Eins, zwei. Die Umschläge hier strickst du auch nach links, dritte linke Masche, ein Umschlag, drei Maschen links, eins, zwei und drei, zwei Maschen zusammen nach links und zwei Maschen zusammen nach links verschränkt, also von hinten. Ich mache mir nur die Maschen immer ein bisschen locker, dass ich damit der rechte Stricknadel besser reinkommen kann. Fertig. Drei Maschen links, eins, zwei und die dritte, ein Umschlag, zwei linke Maschen. Zweiter Rapport, drei links, ein Umschlag, drei Maschen links, eins, zwei und die dritte, zwei zusammen nach links, zwei zusammen nach links, aber verschränkt wieder, also von hinten und Faden holen. Drei links, zwei und die dritte, Umschlag, zwei Maschen links und nach dem letzten Rapport eine Masche links und die Randmasche. Das wäre jetzt unsere fünfte Reihe. Die sechste Reihe, die Randmasche. Und nach der Randmasche haben wir vier Maschen, die wir nach rechts stricken. Wieder den Umschlag von der fünften Reihe strickst du von vorne nach rechts. Randmasche, vier Maschen rechts. Ein Umschlag, zwei rechte Maschen, eins und zwei. Zwei Maschen zusammen überzogen. Zwei Maschen zusammen nach rechts. Zwei Maschen rechts. Ein Umschlag. Drei rechte Maschen. Die erste, zweite und die dritte. Nächster Rapport. Eins, zwei, drei, vier nach rechts. Umschlag. Zwei rechts. Zwei zusammen. Überzogen, zwei Maschen zusammen nach rechts, zwei rechte, Umschlag, drei rechts. Und nach deinem letzten Rapport eine Masche rechts und eine Masche nach links, das ist die Randmasche.
Dann wenden wir die Arbeit und sind jetzt bei der siebten Reihe. Und wir fangen an natürlich mit der Randmasche. Und nach der Randmasche haben wir 5 Maschen links. Fünfte, ein Umschlag, eine Masche links, 2 Maschen zusammen nach links und 2 Maschen zusammen nach links, aber verschränkt, also wieder von hinten und den Faden holen. Eine linke Masche, ein Umschlag und 4 Maschen links. Zweiter Rapport, 5 links, 1, 2, 3, 4 und die fünfte, ein Umschlag, eine Masche links, 2 Maschen zusammen nach links und 2 Maschen zusammen nach links, aber verschränkt. Das heißt wieder die rechte Stricknadel von hinten und den Faden holen. Eine Masche links, ein Umschlag, 4 linke Maschen. Nach dem letzten Rapport eine Masche nach links und die Randmasche auch nach links. Wir haben jetzt unsere siebte Reihe fertig. Jetzt kommen wir wieder zu Maschen, die man rechts hier strickt. Das ist jetzt die achte Reihe. Wir fangen an mit der Randmasche und nach der Randmasche haben wir 6 rechte Maschen. Und die sechste. Ein Umschlag, 2 Maschen zusammen überzogen, 2 Maschen zusammen nach rechts. Wieder von vorne Faden holen. Ein Umschlag und 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Zweiter Rapport, 6 Maschen rechts, 1 Umschlag, 2 Maschen zusammen überzogen, 2 Maschen zusammen nach rechts, 1 Umschlag, 5 rechte Maschen, 2, 3, 4 und die fünfte. Nach dem letzten Rapport eine rechte Masche und die Randmasche wieder nach links. Dann wenden wir die Arbeit und die neunte Reihe. Fangen wir an mit der Randmasche natürlich. Und danach haben wir 2 Maschen zusammen nach links verschränkt. Also, ich mache die ein bisschen locker, weil ich habe die zu fest gestrickt. So, 2 Maschen zusammen verschränkt nach links, Faden durchziehen. Siehst du, das will nicht heute. Jetzt aber verschränkt 5 linke Maschen vier und 5 ein Umschlag 2 Maschen zusammen nach links ein Umschlag 5 links, 1, 2, 3, 4
und die fünfte. Zweiter Rapport, wieder haben wir zwei Maschen zusammen. Nach links verschränkt, fünf Maschen links, 1, 2, 3, 4 und die fünfte. Ein Umschlag, zwei Maschen zusammen nach links. Piąte oczko. Und in der neunten Reihe, wie du siehst, am Ende haben wir keine Randmasche, Masche für die Symmetrie. Die zwei letzten Maschen, die stecken wir ganz normal nach links. Dann wenden wir die Arbeit und kommen jetzt zu, Moment, kommen jetzt zu unserer zehnten Reihe. Und da fangen wir an mit der Randmasche. Dann haben wir zwei Maschen zusammen nach rechts. Fünf rechts. Zwei, drei, vier und die fünfte. Ein Umschlag, eine Masche rechts. Ein Umschlag und fünf Maschen rechts. 1, 2, 3, 4 und 5. Zwei Maschen zusammen überzogen. Auch hier haben wir keine Masche für Symmetrie. Wir fangen an mit dem zweiten Rapport. Zwei Maschen zusammen nach rechts. Fünf rechte Maschen. 4 und die fünfte, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, 2, 4, 5, 5 Maschen rechts, 3, 4 und die fünfte. Und dann zwei Maschen zusammen überzogen wieder. Und die Randmasche. Jetzt möchte ich euch was zeigen. Wir haben jetzt die zehnte Reihe fertig gestickt. So, das ist die zehnte Reihe, haben wir zu Ende gestrickt. Und wenn du auf der Skizze guckst, strickst du die elfte und die dreizehnte, die strickst du genauso. Das heißt, wir stricken jetzt zusammen die elfte, dann strickst du die zwölfte, weil die zwölfte ist genauso wie die zehnte und wir sehen uns in der 14. Reihe. Jetzt stricke ich noch mit euch die 10. Reihe und dann die 2 kannst du selber stricken. So, die 11. jetzt. Da haben wir die Randmasche und am Anfang haben wir zwei Maschen zusammen nach links verschränkt wieder. Also den Faden nach vorne legst du und wieder die zwei Maschen von hinten. Na, irgendwas bewegt sich hier nicht, jetzt glaube ich. Und die zwei Maschen von hinten zusammen links stricken. So, fertig. Fünf Maschen links.
fünfte, ein Umschlag, eine Masche rechts, links, Entschuldigung, ein Umschlag und wieder fünf Maschen links. Zwei Maschen zusammen nach links, von vorne. Zweiter Rapport, zwei Maschen zusammen nach links verschränkt. Fünf links. Ein Umschlag, eine linke Masche, ein Umschlag. Fünf Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5 und zwei Maschen zusammen nach links und natürlich die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst jetzt die 12., die 13. Reihe und wir sehen uns wieder in der 14. Und wir sind jetzt in der 14. Reihe. Da haben wir die Randmasche natürlich, dann zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Dann kommen vier Maschen rechts. Und die vierte. Ein Umschlag, drei Maschen rechts, 1, 2 und die dritte. Dann kommt wieder ein Umschlag, vier Maschen rechts, zwei Maschen zusammen, überzogen. Du wiederholst deine Rapports, zwei Maschen zusammen nach rechts, vier rechts, ein Umschlag, ja, drei Maschen rechts, dritte, vier rechts, die vierte und zwei Maschen zusammen überzogen. Die letzte Masche ist bei mir die Randmasche, die stricke ich nach links. Dann wenden wir wieder die Arbeit und kommen jetzt zur 15. Reihe. So. Nach der Randmasche haben wir zwei Maschen zusammen nach links verschränkt. Also wieder die rechte Stricknadel von hinten unter den zwei Maschen und den Faden holen. So, und jetzt den Faden holen. Dann haben wir drei Maschen links, ein Umschlag, fünf linke Maschen, drei, vier und fünf, Umschlag, drei links. Und die dritte nach links. Zwei Maschen zusammen nach links. Zweiter Rapport, fangen wir wieder an mit zwei Maschen zusammen nach links, aber verschränkt. Wieder von hinten und den Faden holen. Drei linke Maschen, 1, 2 und die dritte. Ein Umschlag, fünf Maschen links. Und 5, dann kommt ein Umschlag, 3 Maschen links, 1, 2 und die dritte und 2 Maschen zusammen nach links. Und dann kommt schon die Randmasche.
Wir sind jetzt bei der 16. Reihe. Nach der Randmasche haben wir zwei Maschen zusammen nach rechts, also wieder die rechte Stricknadel von vorne und Faden holen. Zwei rechte Maschen, ein Umschlag. 7 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7. Dann haben wir einen Umschlag und 2 rechte Maschen. Die nächsten 2 Maschen stricken wir zusammen, die sich nach links biegen, aber überzogen. Zweiter Rapport, 2 Maschen nach rechts, 2 rechte Maschen, ein Umschlag, 7 Maschen rechts, 4, 5, 6 und auch die 7. nach rechts. Ein Umschlag, 2 Maschen rechts und 2 Maschen zusammen überzogen. Die letzte Masche bei mir ist natürlich die Randmasche. Dann wende ich die Arbeit. Und wir kommen jetzt zur 17. Reihe. Da muss ich gucken. Nee, alles okay. Die Randmasche, dann haben wir 2 Maschen zusammen nach links, aber verschränkt. Ich musste richtig gucken, ob die Skizze da, weil ich habe das so oft neu gemalt und wie ich schon sagte, das war richtig Kampf für mich. Aber ich hoffe, ich habe das alles gut gemacht. So, 2 Maschen zusammen nach links verschränkt. Dann kommt eine Masche links und jetzt muss ich zählen nach den Umschlag 2, 4, 6, 8, 9 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Masche. Nach links. 2, 4, 6, 8, 9. Ein Umschlag, eine Masche links und 2 Maschen zusammen nach links. Zweiter Rapport, wieder fangen wir an mit 2 Maschen zusammen nach links, aber verschränkt, das heißt von hinten Faden holen. Und dann kommt eine Masche links, ein Umschlag. 9 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ein Umschlag, eine Masche links und dann haben wir 2 Maschen zusammen nach links und eine Randmasche. Wir wenden jetzt die Arbeit und sind bei der 18. Reihe. Die 18. Reihe fangen wir an mit der Randmasche und dann haben wir 2 Maschen zusammen nach rechts, also wieder von vorne. Dann kommt ein Umschlag. Und hier haben wir, glaube ich, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Maschen, die wir nach rechts stricken. Achte, neunte und zehnte und die 11. Ein Umschlag, 2 zusammen, überzogen. Zweiter Rapport, 2 zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag
und wieder 11 Maschen strickst du nach rechts. Kommt ein Umschlag, eine abheben, die zweite rechts stricken und die abgehobene über die gestrickte ziehen und dann haben wir schon die Randmasche. Das war jetzt unsere 18. Reihe und jetzt sind wir bei der 19. Reihe. So. Natürlich am Anfang haben wir die Randmasche, hier ändert sich nichts, das bleibt dabei. Und dann nach der Randmasche siehst du, wir haben da eine Masche links. Eine Masche links. Die strickst du nur am Anfang und jetzt fangen wir an mit dem Rapport. Ein Umschlag. Ein Umschlag. 5 Maschen links. Und die fünfte. Jetzt kommen 2 Maschen zusammen nach links. Und hier haben wir 6 Maschen links. Und die sechste. Dann kommt ein Umschlag. 2 Maschen zusammen links. Ein Umschlag. 5 Maschen links. Zwei Maschen zusammen links, ja, 2 Maschen zusammen links und dann haben wir 6 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die sechste. Dann kommt ein Umschlag und eine Masche links und die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und wir haben jetzt die 20. Reihe. Die 20. Reihe fängst du wieder an mit der Randmasche. So. Und als erste ist die rechte Masche, ein Umschlag. 1, 2, 3, 4, 5 Maschen nach rechts. Eine abheben, die zweite rechts stricken und die abgehobene über die gestrickte ziehen. 2 Maschen zusammen nach rechts. 5 Maschen rechts. Und nochmal, eine rechts, ein Umschlag, 5 rechts, 2 zusammen überzogen, 2 zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich muss das ein bisschen locker machen, wieder die Maschen. So, 5 rechts, 1, 2, 3, 4 und die fünfte, ein Umschlag. Und hier haben wir die Masche schon wieder für die Symmetrie nach rechts und die Randmasche. Das ist schon alles. So sieht das aus. Wie du siehst, die sind bei mir hier die Finger,
kann sehen, kann man erkennen. Wie ich schon sagte, die Skizze kannst du dir abschreiben. Wenn du jetzt mit mir zusammen deine Probe gestrickt hast, dann würdest du gar keine Probleme damit haben. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss deinen Daumen nach oben nicht. Ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.